Servus Leute, Ronix hier. Heute habe ich für euch einen kleinen Zusammenschnitt aus dem Nuketown Co-op Game, was ich vor ein paar Wochen mit Black Magics erspielt habe. Erreicht haben wir Runde 69, sind beim letzten Zombie während einer Pause DC'd. Und ja, wie gesagt, ich habe hier einen kleinen Zusammenschnitt für euch. Nichts Großartiges dieses Mal, weil, naja, es ist nicht viel passiert in dem Game. Und es gibt auch nicht viel Erzählenswertes über Nuketown. Am Anfang seht ihr einen kleinen Clip. Erstmal meinen Constant Lag. Habe ich alle 2 Stunden. Naja, garantierter Down als auf Foes, wenn die Zombies nicht mitlaggen. Und naja, Magics geht halt eben auch down. War der knappeste Revive in dem Spiel oder einer der knappesten Revives, die ich je hatte. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Bisschen Gameplay habe ich reingepackt. Ihr seht nicht groß, was wir gemacht haben, aber auf Nuketown ist es eigentlich relativ simpel. Jeder nimmt eine Seite im Garten. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Was war Spielzeit? Könnt ihr in der Beschreibung nachgucken. Irgendwas um die 16 Stunden. Ich werde euch reinschreiben, wie lange wir bis 50, 60 und 70 gebraucht haben in dem Fall, weil wir theoretisch war es ja ein 70er Last Zombie DC und sowas während der Pause. Das Ganze wurde in einem Custom Game gespielt. Das heißt, Black Magics hat hier das Custom Game gehostet. Wir haben erstmal unser Setup gemacht, hier Packer Punch in den Garten und so geholt. Und da haben wir bis, was war es, ich glaube 60 am ersten Tag gespielt. Er stellt sich auf den Türglitch, normale Sleeper-Methode auf Nuketown, ich gehe raus, am nächsten Tag lädt er mich wieder ein. Und dann haben wir auf 69 eben dasselbe gemacht und irgendwann so um 5 Uhr morgens oder sowas schickt er mir in WhatsApp eine Nachricht, ja hier Profile ist Sign-Out. Relativ schade, wir wollten es eigentlich nochmal machen, aber der gute Mann ist ja leider seit neuestem von Zombies zurückgetreten, sage ich mal. Mir macht es anscheinend keinen Spaß mehr und alles. Und deswegen, ja, keine Ahnung, wird ein Reattempt mit ihm wahrscheinlich leider flach fallen. Ich werde wahrscheinlich so oder so irgendwann nochmal Nuketown zocken, weil ich mit der Runde nicht zufrieden bin. Oder mindestens 70 stehen haben. Auch wenn es technisch gesehen ja ein 70er ist. Aber, na gut, was will ich noch sagen? Stats zu dem Game habe ich alle zusammengerechnet. Ich habe Screenshots gemacht, immer wenn ich rausgegangen bin. Könnt ihr in der Beschreibung nachlesen, genauso wie die Spielzeit, wie schon gesagt. Und ja, dieses Video würde ich vielleicht gerne noch als so eine kleine Art Ankündigung hernehmen. Und zwar, erstens mal plane ich eine neue Serie zu starten. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze nennen werde. Wahrscheinlich, Mist, vorhin hatte ich einen guten Namen, ich habe ihn aber leider wieder vergessen. Es geht auf jeden Fall um High Round Strategies. Und zwar sieht es so aus, ja, ich will mir eine Map vornehmen, ich fange das Ganze solo an, vielleicht erweitert man das Ganze später noch auf Koop, je nachdem, wie das Zeug auch ankommt. Fange eine Map an, von Runde 1 an, mit Live-Commentary, werde ich einfach mal von Anfang an alles erklären, ja, was mache ich, worauf muss man achten, was braucht man alles für eine High Round auf der entsprechenden Map. Das Ganze würde ich zusammenschneiden, Full Gameplay ungelistet hochladen, damit man sich das angucken kann. Sprich also von Runde 1 an bis hin zu High Round Strat, die man dann den Rest des Spiels durchziehen kann, bis man halt drauf geht oder was auch immer. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon halten würdet. Fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Würde ich gern mal anfangen mit der Serie. Und ja, eine andere kleine Sache noch. Ich bin zurzeit ziemlich viel am MW3 Survival zocken und mir fehlen Koop-Partner. Wenn jetzt unter euch ein paar Leute dabei sind, die das gerne spielen und auch jetzt nicht die schlechtesten Runden haben, sprich, also ihr solltet wenigstens ein paar 50er haben, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben mit eurem Gamertag. Ich würde euch dann eventuell auf Xbox anschreiben und ja, mal schauen, ob da was geht, weil es ist, ich spiele den Modus teilweise wirklich lieber als Zombies, aber nur teilweise. Zombies ist natürlich im Allgemeinen immer noch natürlich ein großes Stück besser. Aber es ist eine schöne Abwechslung ab und zu. Und mir fehlen halt leider Koop-Partner. Ich habe jetzt ein paar Jungs vom TS dazu gebracht. Aber wäre schon schön, ein paar Leute zu haben, die das mit mir zocken würden. Wie gesagt, bei Interesse könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Genauso auch, ob ihr, ja, was ihr davon halten würdet, von dieser Serie High Round Strategy Tips oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr, wie ich es nennen wollte. Ich lasse mir da auf jeden Fall noch was Gutes einfallen. Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Und in dem Sinne soll es auch schon gewesen sein. Alles andere Wichtige steht in der Beschreibung, falls ich irgendwas vergessen habe. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Und
Ja, ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus.